Als Gretel sich gerade ein Stückchen von der Tür nehmen wollte, ging diese plötzlich auf und eine alte Hexe kam heraus. Nie hatten die beiden zuvor so eine alte, krumme, hässliche Frau gesehen und sie bekamen schreckliche Angst. Sieh da, zwei Kinderlein. Wo kommt ihr her? Und wer hat euch hierher gebracht, ihr lieben Kinderchen? Kommt nur näher. Ihr braucht keine Angst zu haben. Bei mir wird euch kein Leid geschehen. Ich werde euch erst mal ein gutes Essen machen. Pfannkuchen mit Milch und Honig. Und dann gibt es Pudding mit Mandeln und Nüssen. Langsam hörten die beiden auf, sich zu fürchten. Denn sie dachten, wer so freundlich ist, wird sicher nichts Böses tun. Doch die Hexe, die lachte sich heimlich ins Fäustchen. Die beiden werden mir nicht mehr entwischen. Das wird für mich ein schöner Bissen. Dann sagte die Alte: Hänsel, komm, ich zeig dir was. Was willst du mir denn zeigen? Nun komm schon, brauchst keine Angst zu haben. Sie führte Hänsel zum Stall, gab ihm einen Stoß, dass er hineinfiel, und machte die Gittertür zu. Lasst mich raus! Lasst mich hier raus! Gretel! Gretel, hilf mir! Deine Schwester kann dir nicht helfen. Die wird dich in Zukunft füttern. Los, Gretel! Hole Wasser und koche was für deinen Bruder, damit er schön fett wird. Und wenn er so richtig fett ist, dann wird er von mir gegessen. Gretel musste tun, was die Hexe von ihr verlangte. Jeden Morgen ging nun die Hexe zum Stall und sagte: Hänsel, stecke deinen Finger heraus. Ich will sehen, ob du fetter geworden bist. Hänsel hielt aber nicht seinen Finger heraus, sondern einen dünnen Knochen, den er im Stall gefunden hatte. Da die alte Hexe trübe Augen hatte, merkte sie es nicht. Du scheinst ja wohl immer magerer zu werden, was?